Heute müssen wir in Teardown die verschiedenen GTA-Charaktere, unter anderem Franklin Clinton aus GTA 5, Lucia und Jason aus GTA 6 besiegen. Wir müssen jetzt ziemlich vorsichtig sein, wenn wir diese Leute besiegen, denn je mehr Schaden wir diesen Charakteren hinzufügen, desto mehr Sterne bekommen wir. Und dadurch werden sie noch aggressiver. Schaffen wir das? Das erfahrt ihr in dieser besonderen Episode. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr wieder noch einen weiteren GTA-Charakter haben wollt, wie Chop, Trevor oder Michael, ab in die Kommentare und let's go. Yo Leute, was geht ab? Freunde, willkommen zu einer weiteren Episode in Teardown und heute eine Special-Episode, denn wir haben heute höchstpersönlich Franklin Clinton am Start. Und ihr seht's, Leute, er ist auf jeden Fall übelst gehypt. Bruder, warum lädst du deine Rakete da gerade auf? Oh! Bro, ich hab nicht mal angefangen. Du hast schon... Okay, Leute, weißt du was? Das gibt erstmal Rache, Freunde. Franklin Clinton, du bekommst es richtig komplett und wir werden dich auseinandernehmen. Das sage ich dir in diesem Video. Also, wir kennen die Regeln, Freunde. Wir müssen die Fahrzeuge natürlich wieder die Riesenrampe hochfahren und in Franklin reinballern, damit wir ihn maximal Damage hinzufügen. Und er wird natürlich immer aggressiver. Allerdings, wenn wir den Mace Bank Tower daneben zerstören, kriegen wir, wie gesagt, ein extra Leben und er kann nicht mehr seine Raketen abfeuern. Ich würde sagen, Freunde, wir starten natürlich erst einmal ganz entspannt damit. Und natürlich, Freunde, lasst jetzt alle mal ein Like da. Und das Ding wird auf jeden Fall in Franklins Gesicht reinlanden. Also, Freunde, ihr müsst ein Like da lassen, damit wir sein Gesicht treffen. 3, 2, 1 und Like da lassen, Leute. Und auf geht's. Ich glaube, Freunde, ihr habt kein Like da gelassen. Aber ey, das war ein guter Treffer. Das war ein guter Treffer. Und yo, oh mein Gott, das ist gut. Oh nein, Leute, wir brechen durch aus Franklin. Nein, 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 wir wollen noch mehr Damage machen. Oh nein, okay, das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Yo, oh mein Gott, das ist richtig gut. Und okay, alles klar, Leute. Wow, es regnet Franklin Glibber. Okay, alles klar, Freunde. Das war schon mal nicht schlecht. By the way, wie gut sieht dieser Mace Bank Tower aus? Der sieht ja 1:1 so aus wie in GTA 5. Wie realistisch ist die Grafik, bitte? Okay, Leute, ich glaube, Franklin ist definitiv wütend auf uns. Na gut, weißt du was? Wir machen in dieser klassischen Episode jetzt noch ein bisschen was anderes. Und zwar nehmen wir mal dieses Fahrzeug mit. Oh, und wir haben zum Beispiel auch alte klassische Fahrzeuge aus dem GTA-Universum. Freunde, zum Beispiel haben wir natürlich den, ich weiß nicht mehr, wie der Wagen heißt. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Aber wir haben auch den Ehren-Aldi Luxo hier am Start. Der kann leider hier nicht fliegen. Und wir haben sogar die ganzen Fahrzeuge, Freunde. So nice. Weißt du was? Komm, wir nehmen einfach mal den Wagen. Einfach mal den Bugatti. So. Oh oh, ich habe schon wieder ein bisschen Damage gemacht an mir selber. Aber gut, Leute. Franklin ist ready. Ich bin ready. Oh, let's go. Yo. Yes. Yo. Das ist so gut. Wir sind hier oben auf Franklin... Oh nein, ich stecke hier fest. Leute, wir sind auf Franklin Clinton gelandet. Wir stecken auf ihn drauf. Und ey, der Mace Bank Tower, den müssten wir eigentlich vorher zerstören. Aber ey, wo feuerst du diese Rakete? What? Ich habe ein Leben verloren schon wieder. Nein, wirklich? Der hat die Rakete nach hinten abgefeuert? Das kann der? Oh mein Gott, Tatsache, Freunde. Er hat den Mace Bank Tower getroffen. Aber das ist gut für uns, denn wir gucken uns den mal von innen an und schaut euch mal an, wie der Mace Bank Tower von innen aussieht. Das könnt ihr in GTA 5 nicht mal, außer ihr habt dieses Penthouse. Aber das sieht eigentlich ziemlich bequem aus, muss ich sagen. Noch ein paar Lichter, ein paar Möbel und dann wird das... Was war das für ein Geräusch? Ja, und die Szene erinnert mich an dieses FIB, an diese Mission, wo wir dann rausspringen müssen. Ui! Okay, das war vielleicht dumm. Okay, let's go. Nächstes Level. Okay, gut, dass wir da nicht draufgegangen sind. Deswegen. Nächstes Fahrzeug, Freunde. Und zwar nehmen wir jetzt den XXL-Bus. Und, oh nein, Franklin macht sich ready, uns zu besiegen. Oh mein Gott. Yeah! Wie strong war der Angriff denn bitte? Wir haben sogar den Raketenwerfer teilweise zerstört. Das ist auch eine Art und Weise, wie wir ihn davon stoppen können, uns abzuschießen. Oh, Franklin, sag mal, du siehst gar nicht gut aus. Und, Bro, dein Raketenwerfer ist definitiv broken. Und, ja, warte, er funktioniert noch. Aber, Leute, Franklin ist einfach ein Zombie. Es ist einfach alles grün. Boah, wir machen ihm richtig Schaden, Freunde. Aber sein Arm lässt sich noch bewegen. Okay, auf geht's, Freunde. Machen wir den Mace Bank Tower fertig. Okay, was könnten wir noch benutzen? Oh nein, 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 nein. Leute, Franklin. Nein, Vorsicht, Leute. Franklin greift gleich an. Franklin greift... Das war strong. Oh nein. Nein, Leute. Nein, nein, nein. Verstecken wir uns. Du siehst uns nicht. Ey, wie ich diesen Mace Bank Tower da hinten sehe. Haha. Oh mein.
Nein, das hat er nicht gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht, Leute. Kann man den Monster Truck noch fahren? Oh, man kann ihn fahren. Ja, weißt du was? Komm, Freunde. Jetzt bekommt es Frank... Oh, nein, nein, nein. Warte, warte, mit Nitro. Oh, ja, der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Der war gut. Der war ehrlich gesagt nicht schlecht. Oh, mein Gott. Freunde, Franklin, irgendwas ist mit ihm. Sein Kopf. Oh, boy. Ich glaube, Leute, das hat ihn nicht gut... Oh, mein... Yeah. Bro, was ist mit deinem Kopf passiert? Ist der... Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber... I don't know. Ich habe actually... Was war das? Okay, Leute, so kann das Ganze nicht enden. Das war viel zu einfach. Okay, Leute, wir haben Franklin jetzt geheilt. Wie gesagt, das war viel zu einfach. Es war einfach ein Glitch. Ich meine, das ging ja gar nicht. Wir haben ihn ja gar nicht so hart getroffen. Aber das Teil ist explosiv. Und wenn das Franklin erwischt, dann ist er richtig dran. Muss mir den Damage angucken, den ich ihm gemacht habe. Oh, meine Güte, Leute. Was? Okay, wir haben ihn nicht besiegt, aber dieses Fahrzeug ist so krass explodiert. Es hat fast alles zerstört. Es hat einfach Franklin hier auseinandergenommen und wir wollen ihn noch komplett zerstören, Leute. Solange Franklin nicht umkippt und der Maze Bank Tower nicht zerstört sind, haben wir diese Challenge noch nicht gewonnen. Oh na, ey. Das gibt's ja nicht. Der Kopf fällt schon wieder. Okay, wir haben natürlich noch einige Fahrzeuge und ihr seht, solange Franklin seine Epic... Solange Franklin seine RPG feuert, ist er immer noch eine Gefahr. Also, auf geht's zum Maze Bank Tower. Straight durch. Yo, das ist gut. Nein, wir dürfen nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Wir müssen stehen bleiben. Wir müssen stehen bleiben. Ich muss den Maze Bank Tower von innen zerstören. Wir müssen ihn komplett zerstören. Nein. Nein, ey, ich falle durch alle Etagen durch. Alter. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen. Genau, Leute, das müssen wir schaffen. Die ganze Wand hier zerstören. Oh, man. Okay, wir haben immer ein kleines Loch reingemacht in den Maze Bank Tower. Oh Gott. Oh nein, Franklin macht sich wieder ready. Franklin! Bro, das sah so heftig aus. Alter, war das klar. Wartet mal, waren hier nicht mehr Fahrzeuge? Was ist mit denen passiert? Franklin hat die, glaube ich, komplett zerstört, oder? Oh nein! Okay, Leute, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, Franklin wird immer aggressiver. Wir müssen ihm mehr Damage machen. More Power, more Energy, more Footwork. Alles klar, Leute. Straight jetzt auf den Maze Bank Tower drauf. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Aber wir... Nein. Ah, Mann, Alter, das war close. Oh mein Gott, ich hab's irgendwie noch gesaved. Du dachtest, Franklin, du kannst mich aufhalten. Nein, diese Klapperkiste-Limousine wird jetzt straight auf dich zufahren. Yeah! Let's go! Oh, yo, 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 wir sind drin! Wir sind drin! Wir sind drin! Nein! Können wir das noch fahren? Nein, schade, ey, das ist so schade. Aber wir haben noch einige weitere Fahrzeuge und die steuern wir jetzt straight auf den Maze Bank Tower zu, würde ich sagen. Wenn die Fahrzeuge nicht umkippen würden. Das war gerade ganz close. Okay, Leute, straight auf Maze Bank Tower. Ich weiß, es ist knapp. Was? Okay, das war komisch. Franklin Clinton, wir haben immer noch zwei Leben. Was willst du? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. No way, no way, no way, no way, no way, no way, no, 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 no. Leute, uns bleiben nicht mehr viele Fahrzeuge übrig. Was soll denn das? Oh, warte, hier steht's. Liken für Bestrafung. Wer denn jetzt, mich oder ihn? Leute, lasst da mal ein Like da. Freunde, alle mal ein Like da lassen, dann kriegt Franklin eine Bestrafung von uns. Ich weiß nicht, wie die aussehen wird. Aber lasst jetzt alle Like da. In 3, 2, 1. Okay, kommt jetzt die Bestrafung? Oh! Der Meteoriten. Der hat den Maze Bank Tower zerstört. Aber nicht ganz. Aber es hat einfach Meteorit den Maze Bank Tower erwischt. Leute, guckt euch das an. Es ist straight durch den Maze Bank Tower. Und das Maze Bank Tower Gebäude brennt. Oh, yo, wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, nach einer gewissen Zeit stürzt dieses Haus ab. Und ich glaube, das wird in den nächsten 5 bis 10 Minuten passieren. Aber ja, die Bedrohung ist immer noch da. Franklin hat uns immer noch im Visier.
Ja. Oh Gott, Alter, ich sehe die ganzen Teile von den Fahrzeugen. Yo, ich komme nicht an meine Autos ran, die er weggeschoben hat. Was soll das, Franklin? Warum machst du so? Oh, wait. Wir haben noch einen Jet. Okay, Freunde, jetzt auf geht's. Franklin erwischen. Come on. So. Und Achtung. Let's go. Oh, mein. Oh, nein. Okay, jetzt hat er uns erwischt. Aber wir haben ihm Schaden gemacht. Freunde. Wir haben ihm Schaden hinzugefügt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Franklin Clinton komplett zerstört wird. Das Problem ist, uns gehen die Fahrzeuge aus. Wir haben immer weniger Fahrzeuge. Oh, nein. Wag es ja nicht, meine letzten Fahrzeuge zu zerstören. Ich weiß, ich habe noch 2 Leben. Okay, das Ziel ist jetzt, Freunde, den Körper von seinen... Nee, weißt du was? Wir bringen einfach das Teil. Yo, die Feuerwehr ist da. Nino. Nein. Wir waren so kurz davor, in den Maze Bank Tower mit dem besten Fahrzeug für dieses Gebäude einfach einzudringen. Aber keine Sorge, Freunde. Der Maze Bank Tower ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wir unser extra Leben kriegen und Franklin keine Raketen mehr abwerfen kann. Oh nein, apropos davon. Das war jetzt echt unfair, Franklin. Das war jetzt... Leute, schreibt alle mal unfair in die Kommentare. Was war das? Ich habe ein Leben verloren. Wie geht das? Das Teil kann doch nicht nach... Das geht nicht. Das ist unfair. Alle mal unfair in die Kommentare. Das gibt's ja nicht. Oh nein. Nein. Bro, der geht ja langsam wirklich aufs Ganze. Oh nein. Meine LKWs. Meine geliebten LKWs. Komm schon. Lieber feuern wir die ab, bevor die kaputt sind. Aber es sieht schon so aus, als wären die LKWs echt langsam, naja, arm dran. Naja, lieber Arm ab als Arm dran, würde ich sagen, ne? Und wir verfehlen ihn. Gut, Maze Bank Tower ist verfehlt. Keine Sorge, meine Damen und Herren, wir schaffen das schon. Bleibt, by the way, auch bis zum Ende dran, denn am Ende machen wir noch eine Special-Zerstörung für Franklin. Sollten wir diese Challenge schaffen? Also, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Okay, Freunde, das Teil, das muss jetzt auf den... Warum kippt das Ding immer um? Oh. Das ist gut. Weißt du was? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, jetzt mit dem Ding zu fahren. Ich glaube, das hilft nicht. Das hilft. Das hilft sehr gut. Yo, das ist sehr strong. Sehr strong. Oh mein Gott. Yeah. Alter, das war richtig gut, Freunde. Das war ganz, ganz kritisch, Freunde. Das war richtig gut. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie Franklin aussieht. So, jetzt würde ich sagen, Leute, nehmen wir auf jeden Fall mal das Teil, was am meisten Damage machen kann. Nicht muss, aber kann. Und das ist dieser fette Monster-Teil-Traktor-LKW-Baustellenwagen. Der ist so strong. Wir müssen ihn allerdings auf Tempo bringen. Und deswegen, Leute, das Teil kann Franklin ein für alle Mal zerstören. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus! Das sieht sehr gut aus! Yo! Das war so gut! Oh mein Gott, Leute! Das war so heftig! Wir haben es regnet immer noch Franklins Teile. Wie heftig war das denn gerade? Wir haben einfach diese Seite komplett zerstört. Und ey, yo, der Maze Bank Tower, der brennt immer noch. Aber da ist noch nicht so viel von kompletter Zerstörung. Die Wände sind, glaube ich, feuerfest. Oh mein Gott, Franklin rastet aus. Franklin rastet aus, Leute. Er rastet komplett aus. Yo, was ist jetzt, Leute? Oh mein Gott. Nein, bloß nicht runterfallen, Leute, bloß nicht runterfallen. Wir müssen das überleben, Oh Gott, das ist so gut. Das war close. Das war richtig knapp. Hätte er uns jetzt erwischt, dann wäre es gewesen. Okay, ich bin ehrlich zu euch. Es ist deutlich schwieriger. Vor allem, wenn Franklin die Hälfte meiner Fahrzeuge komplett gelöscht hat. Wir müssen ihn finishen. Und ich weiß, mit welchem Fahrzeug. Mit dem Kipplaster. Aber ich werde den Kipplaster nicht auf Franklin verwenden. Ich werde den definitiv zum Maze Bank Tower bringen. Ihr wisst, Leute, die Raketenwerfer von Franklin sind so... Oh nein, er lädt sie auf, Freunde. Wir müssen uns beeilen. Wenn er diese Teile nimmt, dann hat er uns besiegt. Okay, Kipplaster in Position bringen. Was meint ihr? Wird das den maximalen Damage Boost an Franklin Clinton aus Los Santos anrichten? Ich hoffe es. Wir fahren einfach straight. Leute, let's go.
Mein Nitro geht langsam aus. Mein Nitro, oh, das ist gut. Das ist gut. Jo, das ist sehr gut, aber das Teil hat nicht ganz... Moment, Moment. Leute, oh, nein, 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 was geht denn jetzt? Oh Mann. Jo, 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 jo. Jo, ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Der Arm ist ab. Aber die Raketen. Ist er immer noch dran? Weiß nicht. Der Kipplaster ist definitiv gerade in einer sehr zwickmühligen Situation. Und zwar steckt da eine Reifen im Boden fest. Das ist actually gut. Ich weiß nicht. Oh, yo, yo, yo. Wir machen das Fundament kaputt, Freunde. Wir machen das gerade. Ihr seht es mit dem Kipplaster. Wir zerstören das Fundament vom Ace Bank Tower. Oh, Mann. Ey, das ist so schade, Freunde. Ich habe nämlich meinen Hammer nicht dabei. Und wenn ich den Hammer nicht habe, kann ich den nicht zerstören. Also, es ist schon so, dass man bei dieser Map sich echt entschieden hat. Aber was ist mit dem Kipplaster los? Ich lasse ihn mal kippen. Aber, Alter, schaut euch mal diesen Schaden an. Das ist sehr strong gewesen. Naja, Leute. Ich glaube, wir werden Franklin noch komplett besiegen. Wir müssen noch diesen Arm zerstören. Und wir müssen Franklin zum Umkippen bringen. Ich will den Mace Bank Tower zerstören. Okay, was haben wir noch? Oh nein. Warte, das geht nicht. Wie ist das möglich? Ich habe ihn doch besiegt. Also er kann doch keine... Ah, jo, er kann es immer noch. Egal, Leute, die spawnen einfach aus dem Nichts. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt das einzig Vernünftige, was wir mit diesem Fahrzeug machen können. Wir schießen einfach auf den Mace Bank Tower. Und zwar machen wir das von hier, Leute. 3, 2, 1. Boom. Und nochmal. Und let's go. Und noch einmal. Oh ja, das macht Schaden, Freunde. Bam! Okay, es könnte schon ein bisschen mehr Schaden machen, muss ich sagen. Und zack! Yo, wir kriegen ihn nicht gestürzt. Bam! Ey, die sind voll schlecht. Okay, Leute. Auf geht's zu Franklin. Wir bringen Franklin zu Fall. Mit Nitro. Und Achtung! Bam! Oh Gott! Nein, sag mir nicht, dass mein Spiel crasht. Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 bitte! Yo! Es läuft noch. Es läuft noch. Es läuft noch. Was passiert jetzt? Freunde, wir haben seinen Arm getroffen. Nein! Oh! Okay. Freunde, was passiert hier? Mein Spiel kann das nicht mehr. Mein Spiel kann das nicht mehr. Warte mal. Wir haben Feuer verursacht. Okay, ihr merkt langsam, Leute, dass das Spiel anfängt richtig zu... Oh nein. Oh nein. Leute, wir haben die Challenge immer noch nicht gewonnen. Denkt dran, wir haben sie immer noch nicht gewonnen. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass meine Autos. Mein Panzer. Mein Panzer. Den habe ich gerade gewollt. Oh, wir haben nur noch 4 Autos. Wie soll ich das schaffen? Warte, da sind noch ein paar. Oh, wir haben noch den. Der ist... der ist strong. Der ist sehr strong, Leute. Achtung, Freunde. Das Teil hat zwar kein automatisches Visier. Und ich kann es auch nicht abschießen. Aber ich probiere ihn jetzt aufzuhalten. Franklin Clinton, deine Tage sind gezählt. Ich krieg zwar das Extra-Leben nicht und der Mace Bank Tower steht noch, aber immerhin machen wir uns auf den Weg für die absolute Zerstörung. Oh, yo, 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 yo. Oh, yes, 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 Leute. Bloß nicht reinsickern. Wir müssen von innen zerstören. Wir müssen von innen zerstören. Oh, das sieht gut aus. Ich habe kein Nitro mehr. Oh, nein. Nein, der Panzer flutscht raus. Nein. Ah, Mann, ey. Warum? Wir hatten ihn fast. Wo bin ich? Leute, wo? Wo bin ich? Hallo? Oh, da bin ich. Es regnet immer mehr von Franklin, aber er ist stabil. Er ist sehr strong. Und sein Arm hat angefangen zu brennen. Leute, er hat Feuer gefangen. Okay, das ist erstens nicht gut, dass mein Spiel jetzt anfängt zu laggen, aber das ist gut, wenn wir jetzt ihn versuchen zu besiegen. Und der Mace Bank Tower hat sich ausgebrannt. Unglaublich, der ist immer noch da. Oh, 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 sein Arm, sein Arm. Sein Arm, Leute. Boah, wir haben zum Glück noch diese Fahrzeuge, Freunde, aber wir müssen den Mace Bank Tower stürzen. Oh, ja, oh, das wird's schaffen. Glaube ich. Boom! Nimmt das Mace Bank Tower. Und? Erwischt es ihn? Wir gucken mal. Ja? Ja? Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh boah. Oh Gott. Oh Gott. Das war close. Okay. Freunde. Wir springen da drauf. Aber wir versuchen den Mace Bank Tower zu erwischen. Bam, 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 bam
Vorsicht, 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 Leute. Nicht unser letztes Leben verlieren. Nicht unser letztes Leben. Das war Klaus. Ich spring da einfach hin. Mach's aus der Luft. Alter, komm, jetzt geh doch endlich in die Luft, Basebank Tower. Wie viel Damage kannst du aushalten? Komm schon. Los. Wir haben ihn fast. Bam, 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 Leute. Achtung, er lädt nach. Wir haben nur noch 7 Schuss. 32 Schüsse. Let's go. Come on. Yeah. Oder ich hab's noch besser, Leute. Wir haben nämlich eine Minigun. Let's go. Okay, Freunde. Es ist gleich soweit. Der Plan ist, dass der Macebank Tower auf Franklin Clinton draufstürzt. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Hängt ganz davon ab, wie das Ding umkippen wird. Aber wir müssen dafür sorgen, dass das Teil wirklich auf Franklin umstürzt. Oh, oh ja! Leute, es funktioniert! Es funktioniert! Yeah! Yes! Der Macebank Tower stürzt um! Aber warte mal. Nein! Nein! Nein, er verfehlt ihn! Aber warte, er verfehlt sein Bein nicht. Er verfehlt sein Bein nicht. Der Macebank Tower, Freunde. Ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Oh, bitte. Bitte stürzt sich. Hä? Also, warte mal. Balanciert Franklin gerade? Das gibt's jetzt nicht. Wir haben den Macebank... Oh, wir haben das Extra-Leben bekommen. Und Franklin kann keine Raketen mehr abschießen. Seht ihr das gerade, was hier passiert? Ich glaube, Franklin ist fast down. Ich glaube, Franklin ist gerade dabei, umzukippen. Und dann haben wir die Challenge geschafft. Wir müssen versuchen, irgendwie ihm ein Beinchen zu stellen. Achtung! Und komm schon! Oh, das wird close. Wir müssen auf dieses Bein draufschießen, Freunde. Nur dann kippt er um. Ja, es sieht gut aus! Sieht sehr gut aus! Es sieht gut aus! Yes, Leute! Wir haben ihn! Und ich weiß, das Spiel laggt extrem. Deswegen vielleicht machen wir mal eine kleine Timelapse, oder? Von ein paar, ne? Yo! Oh, warte mal. Freunde, kommt der gerade mit seinem Sneaker und versucht mir so einen Roundhouse-Kick zu geben? Ich weiß es nicht, aber es sieht halt echt hart danach aus, als würde er jetzt mit seinem Schuh versuchen, mich zu erreichen. Aber er fällt um, Freunde. Er fällt um. Und sein Bein, der Fuß. Franklin ist down. Und ich glaube, er stürzt gerade. Oh ja, Leute. Meint ihr, wir schaffen es, auf den Fuß zu springen? Come on, spring! Yo, wir schaffen das, glaube ich. Wir schaffen es auf den Fuß von Franklin, auf den Schuh. Ja, wir sind fast drauf. Wir sind drauf. Oh nein, wir fallen um, glaube ich. Ich glaube, wir fallen... Oh nein, wir fallen runter, Leute. Aber mit seinem Bein. Wir fallen mit seinem Bein runter. Wir fallen gemeinsam. Gemeinsam fallen wir. Oh, und straight auf das TNT. Wie heftig, Freunde. Wie heftig ist das? Aber, Freunde, ich habe euch noch einen kleinen Bonus versprochen. Und zwar für alle, die jetzt dran geblieben sind, wenn wir Franklin noch einmal auf eine etwas andere Art und Weise zerstören. So, und zwar dieses Mal. Ich sehe dich, Franklin. Nimm das! Yeah! Let's go! Und ja, das hat schon echt viel Schaden gemacht. Und ihr seht, es bröckelt, Freunde. Franklin bröckelt gerade auseinander. Dann nehmen wir jetzt als nächstes, Freunde, die Minigun. Machen hier ein bisschen Damage. Zack, 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 Alter. Dann machen wir hier ein bisschen Schaden, Leute. Oh, yo, yo, yo. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, oh, Mann. Das habe ich jetzt eigentlich nicht so erwartet, aber okay. Und dann machen wir das hier, Leute. Let's go. Pew. Oh, yo, 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 Leute, es fällt um. Er fällt um. Er fällt um. Oh, nein, 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 nein. Er fällt auseinander. Nein, Franklin. Oh, nein. Ich verpasse, wie er umfällt. Oh, yo. Der ist komplett in sich zusammen. Der fällt komplett in sich zusammen. Ihr seht es gerade. Freunde, von seinem Shirt ist nicht mehr viel übrig geblieben. Und es ist nur noch das letzte Bein.
Das ist mit Abstand die dramatischste Version, wie Franklin zu Fall gebracht wird. Alter, aber wir haben natürlich noch etwas. Und zwar haben wir den Maze Bank Tower. Und den werden wir auch in etwas andere Art und Weise zerstören. Und zwar für die Leute, die sich fragen, wie sieht denn der Maze Bank Tower von oben aus? Dann zeige ich euch einfach mal das Dach. Und Leute, ihr könnt sehen, es sieht so aus. Ziemlich ungewöhnlich, sage ich euch. So, und zwar machen wir das so, Leute. Wir schneiden einfach die Etagen durch. Okay. Und noch einmal, Leute. Noch ein Stückchen vom Kuchen abschneiden. Und komm schon. Ist er kaputt? Ey, nein, der ist immer noch nicht broken. Und Achtung. Er kippt fast um, Leute. Das ist wie so ein Jenga Tower Challenge. Und yo, Alter. Wir löschen einfach Etagen. Und der May. Jetzt. Oh nein, Franklin, es tut mir leid, aber ich glaube. Nein. Nicht dahin kippen. Kipp da. Wait. Okay, Franklin, warum ist dein Arm auf. Oh. Okay, wir haben den Maze Bank Tower zu Fall gebracht. Und wir haben noch die hier, Freunde. Achtung. Oh, yo, jetzt wird mein Spiel crashen. Schaffen wir es, Lucia aus GTA 6 in Terdon zu besiegen? Ja, Leute, der Hauptcharakter aus GTA 6 ist in Terdon und wir müssen sie besiegen. Aber sie kann sich verteidigen. Wir müssen verschiedene Autos nutzen, um die Mega-Rampe zu fahren, um ihr Damage zu machen. Je mehr Damage sie kassiert, desto mehr Sterne erhalten wir und umso aggressiver wird sie. Sie wird auch Bonusfähigkeiten gegen uns benutzen. Und je mehr Sterne wir erhalten, desto mehr Fahrzeuge schalten wir frei. Und bei 5 Sternen haben wir sogar die Panzer zur Verfügung. Wenn wir es schaffen, Leute, das erfahrt ihr in diesem Video. Und wenn wir den anderen Charakter Jason auch mal besiegen sollen in Teardown, dann schreibt alle mal Jason in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da für die nächste Folge. Let's go! Yo, Leute, was geht? Freunde, ich wünsche auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und heute gibt es Lucia aus GTA 6 in Teardown. Und wir werden sie heute versuchen zu besiegen mit den verschiedensten Fahrzeugen, die wir zur Verfügung haben. Und starten tun wir momentan bei 0 von 5 Sternen, was ihr jetzt sehen könnt. Und diesen Counter versuchen wir immer weiter zu erhöhen. Wir werden versuchen, Lucia zu besiegen. Und insgesamt haben wir natürlich, Leute, 5 Leben am Start. Wie 5 Sterne haben wir auch 5 Leben am Start. Und noch ist sie eigentlich nett zu uns. Sie zielt zwar mit dieser Pistole gerade auf uns. Es sieht übel so aus, als würde sie uns auch hinterher gucken. Oh ja, eindeutig, Leute. Sie guckt mich auch überall an. Und das Problem ist, hier sind überall Fallen. Wenn wir auf einen dieser Kanister treffen, verlieren wir ein Leben sofort. Na gut, ich würde sagen, nehmen wir einfach mal jetzt einen LaFerrari. Und damit versuchen wir erstmal, Lucia ordentlich zu beeindrucken. Na, Lucia, hast du Bock? Komm, wir geben erstmal Gas, Leute. Und das Nitro haben wir am Anfang noch nicht freigeschaltet. Und wait, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Yo, okay, alles klar. Das war nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich fall komplett durch ihn durch. Ich bin in Lucia drin. Das klang jetzt falsch. Alter. Oh mein Gott. Das war ja crazy. Okay, wir haben richtig Schaden an ihr gemacht. Alter, die linke Seite ist ja gefühlt fast schon offen. Und wir haben ein riesiges Loch hinterlassen. Wow, by the way, die hat echt nice Sneaker am Start. Also, muss sagen, schon Props. Die sehen echt cool aus. Oh, und wir haben den ersten Stern gerade freigeschaltet. Das bedeutet, Freunde, bei einem Stern haben wir noch keine neuen Fahrzeuge. Wir dürfen aber jetzt soweit, glaube ich, alle von dieser Reihe verwenden und vielleicht auch den Schulbus und so weiter. Diesen Wagen, den Polizeiwagen, schalten wir erst zum Beispiel bei 2 Sternen frei. Alles nach den Regeln von GTA 5 und so wird es auch in GTA 6 sein. Deswegen nehmen wir als nächstes einfach mal diesen Monster Truck, Leute, und mal gucken, ob wir was machen. Oh mein... Leute, ich bin fast down gegangen, Alter. Oh mein Gott, ich bin übelst benebelt. Ich habe gerade fast gar nichts gesehen, ey. Die hat mich einfach getroffen. Oh, Vorsicht, Leute. Lucia kann sich einfach verteidigen. Okay, wir haben kein Nitro, das ist immer noch schlecht. Vorsicht. Oh. No way. Wie hat sie das gemacht? Jetzt haben wir nur noch 4 Leben. Okay, Lucia, weißt du was? Ich habe trotzdem irgendwas getroffen. Hier hinten am Bein, da habe ich ein bisschen Damage gemacht. Okay, die scheint halt immer aggressiver zu werden. Ich will nicht wissen, was ihre Superkräfte sein werden, wenn sie 5 Sterne freigeschaltet hat. Let's go, Leute, ohne Nitro. Einfach auf die Waffe drauf zielen und nein. Oh, Lucia, oh, kritischer Hit. Nein, nicht das TNT. Boah, das war close.
Das war sehr, sehr klar. Aber Leute, Lucia, wow, Alter, das ist ein krasser Winkel, Leute, für so ein Instagram-Bild, ne? Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das Einzige, was schlecht aussieht an dir, ist dein Gesicht, denn irgendwie sieht das auch übelst gruselig aus, Leute. Ist das ihr Gebiss dort hinten? Diese weiße Stelle sind, glaube ich, ihre Zähne. Yo, das sieht sehr merkwürdig aus. Aber das ist auch krass, Leute, dass sie einfach genau das gleiche Outfit hat wie im GTA 6 Trailer. Aber Leute, ich habe euch natürlich nicht im Stich gelassen. Es wird eine Weihnachtsverlosung geben und da zeige ich euch jetzt ganz schnell, was man alles gewinnen kann. So Leute, jetzt kommt der Moment, worauf ihr alle gewartet habt das ganze Jahr. Wart ihr auch artig? Das ist die Frage, denn ich veranstalte jetzt nämlich eine große Weihnachtsverlosung und verteile Geschenke im Wert von über 6.000 Euro. Insgesamt gibt es 19 verschiedene Pakete, die ich rausschicke an euch. Die Game Keys werde ich in den nachfolgenden Videos also immer wieder zufällig droppen. Deswegen lohnt es sich unbedingt, meine Videos komplett bis zum Ende zu schauen. Und wer der Erste ist, der den Code eingibt, der gewinnt das Spiel. Wie ihr teilnehmen könnt, sage ich euch gleich. Fangen wir mal erstmal mit dem Hauptpreis an. Oh, der Hauptpreis ist, Leute, das Logitech Pro Wheel für den PC im Wert von 1050 Euro. Der zweite Preis ist nicht nur eine PlayStation 5 Slim, sondern gleich drei. Drei. Dann verlose ich ebenfalls natürlich auch für die Nintendo-Leute etwas, und zwar die Nintendo Switch OLED in Weiß. Dann hat Logitech etwas zugeschickt, Freunde, und zwar ein PC-Streaming-Gaming-Set. Angefangen, Leute, mit einer Maus, einer Gaming-Tastatur und dem Astro A50X-Headset. Alles in Weiß. Dann hat Nintendo noch was rausgeschickt, und zwar eine The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Fanbox. Und da ist so viel Krasses drin, ich kann euch leider nicht alles zeigen. Da sind Hoodies, eine Münze, eine Tasche drin und ebenfalls auch, Leute, das darf man nicht vergessen, das Spiel dazu. PlayStation hat auch was für die Racing-Fans unter euch geholt, und zwar einmal einen nicen DualSense Edge-Controller in der Farbe Volcanic Red. Und zu Gran Turismo 7 ebenfalls auch, ich glaube, ein T-Shirt, ein Sticker-Set und Bierdeckel in Form von der Trial Mountain-Strecke aus Gummi. Crimex hat auch was geschickt, Leute, und zwar die Paulberger Limo VIP-Box. Da drin enthalten ist zum einen 6-mal die Paulberger Limo in dieser Packung, eine Trinkflasche, ein Regenschirm und vieles mehr. Sachen, die du normalerweise nicht kaufen kannst. Aber sagt es iCrimex nicht. Oh, Leute, als nächstes haben wir noch 6-mal ein Dragon Air Fan-Paket. Ich glaube, da sind Klamotten drin. Ich habe jetzt ein dickes Problem. Das Ding wird gleich umkippen. Von Ubisoft gibt es auch ein riesen Fan-Paket mit T-Shirts zu Ubisoft. Mit einer schönen Weihnachtsmütze. Sachen zu Just Dance, Charm Pack, sogar kleine Mini-Joy-Con-Kappen. Ich zeig euch aber nicht, wie die aussehen. Die müsst ihr gewinnen. Hier was zu Mario und Rabbids. Und das alles in einer Box. Von Pokémon gibt es einen coolen Picknickkorb. Zusammen mit einer Picknickdecke, einem schönen, hier, Pin, einer Karte von Ferkuli und ein dickes Battlestation-Kartenset. Und Hasbro hat auch noch was zugeschickt, Leute. Und zwar eine dicke Beyblade-Arena. Und ein paar Nerf-Pistolen. Als erstes folgt mir auf Instagram und liked dieses Bild. Dann kommentiert ihr mit dem, was ihr gewinnen wollt. Oder wenn ihr alles haben wollt, schreibt einfach alles rein und markiert zwei Freunde in einem Kommentar. Wichtig. Für doppelte Sicherheit klickt einfach, Leute, auf den Link in der Beschreibung und gebt nur eure Kontaktdaten an, dass ich quasi weiß, wohin ich das Ganze schicken soll, damit ich euch nicht eine DM schreiben muss. So geht alles schneller, wenn ihr gewinnt. Ihr müsst es nicht unbedingt tun. Es würde aber eure Chancen verdoppeln. Vielen Dank, Leute, für dieses geisteskranke Jahr 2023. Ich möchte euch auf jeden Fall etwas zurückgeben, dass ihr so krass aktiv wart. Und Teilnahmeschluss ist am 7. Januar 23:59 Uhr. Danach werde ich die Gewinner bekannt geben auf Instagram per Story und diese auch markiert haben auf meinem Instagram-Profil, falls ihr es verpasst, und euch per DM schreiben oder das Paket euch direkt zu senden. Leute, ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielen Dank auch an die ganzen Partner, die die Gewinne zur Verfügung gestellt haben. Einige davon habe ich ebenfalls auch selber aus eigener Tasche bezahlt. Aber das Ganze wollte ich euch mal geben und deswegen, wir starten und let's go. Oh oh, Leute, der Polizeicounter hat sich auf 2 Sterne erhöht. Und das bedeutet, Leute, wir haben dieses Polizeifahrzeug jetzt. Und ich glaube, das andere, was wir haben, ist jetzt Unlimited Nitro Boost. Das können wir jetzt auch verwenden. Okay, und deswegen versuche ich einfach mal... Oh, Leute. Oh nein, 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 Lucia. Oh Gott, wir müssen uns... Was? Bitte, ist das für eine Art Waffe? Sie trifft mich und dann kommt noch so eine Nachwirkung. Jetzt haben wir nur noch 3 Leben, danke. Aber weißt du was? Mein Polizeiauto hast du nicht zerstört. Das kann ich immer noch verwenden. Oh, Vorsicht, Leute. Lucia wird immer aggressiver. Okay. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Na, warte, Lucia. Okay, Leute, let's go. Alles klar, auf geht's. Drauf zu Lucia mit Vollgas und BAM! Yeah, der war gut.
Der war nicht schlecht. Oh, und wir fallen hier durch alle Ebenen durchgefühlt. Aber das war nicht schlecht. Okay, Vorsicht. Oh, Leute. Lucia macht jetzt ernst. Lucia macht jetzt ernst mit uns. Vorsicht, verstecken. Verstecken, verstecken. Oh Gott, wenn sie mich trifft, Leute, das wäre nicht gut. Oh mein Gott. Oh, nein. Aber immerhin, Leute, ich nutze die Fahrzeuge als ein Schutzschild. Die schießt immer noch. Okay, kann ich irgendwie sehen, wo sie gerade hinschießt? Hallo, Lucia. Was machst du denn da hinten? Oh mein Gott, ich höre die Schüsse die ganze Zeit. Oh, die hat mich fast getroffen. Die hat mich sogar getroffen. Eine Kugel hat mich getroffen. Okay, sie hat aufgehört, Leute. Sie lädt wahrscheinlich ihre Munition nach. Jetzt benutzen wir ein bisschen schwereres Geschütz gegen sie. So, und deswegen fahren wir... Oh, Leute, das war dumm. Was mache ich da? Was mache ich da? Ich bin so dämlich. Was mache ich da, Leute? Das Fahrzeug ist fast kaputt. Egal. Let's go. Auf geht's zu Lucia. Oh, nein, 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 nein. Oh, kritisch. Ich glaube, Lucia, du kannst keine Kinder mehr bekommen, ne? Also, das sieht jetzt auf jeden Fall sehr, sehr kritisch aus. Ah, nein, ich kann mein Nitro nicht mehr benutzen, Leute. Okay, alles klar. Dann lassen wir das Teil mal drin. Oder es fällt jetzt einfach raus. Oh, und ihre Armschuhe. Nein, Leute. Das Fahrzeug hat auch diese Schuhe von ihr ein bisschen gedamaged. Und eine neue Hose kannst du dir auch bald kaufen. Okay, ich weiß nicht, was man da tun kann, um 3 Sterne freizuschalten. Aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr. Lucia, was ist das da in deiner Hand da hinten? Du willst jetzt nicht das Teil werfen, oder? Lucia, bitte. Ich sag dir bitte. Nein, Lucia! Alter, die ist ja wahnsinnig, Alter. Die ist ja komplett durchgedreht. Gibt es hier vielleicht ein Polizeifahrzeug, das ich benutzen kann, was man mit 2 Sternen auch fahren kann? Nee, das ist Teil des Panzers. Ach komm, wir nehmen einfach, Leute, hier dieses Batman-Fahrzeug, das Batmobil. Das Ding hat immer einen guten Nitro-Schub und eine gute Beschleunigung. Dafür driftet es sehr stark. Und ich mache gerade einen richtig fetten Fehler und fahre erstmal andere Fahrzeuge von mir an. Oh nein, Vorsicht, Lucia greift an. Nein! Oh Gott, Alter! Jetzt habe ich nur noch 2 Leben. Die ist richtig stark. Aber das ist auch echt komisch. Wenn sie mich normalerweise trifft, dann verliere ich kein Leben. Aber wenn sie mich im Auto trifft, dann bin ich instant dead, Leute. Sie kann einfach Headshots. 100% Accuracy. Okay, Lucia. Du willst es nicht anders. Jetzt kriegst du volle Ladung. Volle Ladung! Bam! Rein theoretisch müssen sie jetzt klinisch nicht mehr am Leben sein. Aber wir wissen, Leute, wir sind hier in Terdon. Wir müssen sie komplett zerstören. Das heißt, alles muss kaputt sein. Oh, gucken wir uns mal an, Leute, was für ein Ergebnis wir gerade gemacht haben. Okay. Ich glaube, Lucia, in deinem Kopf ist jetzt nichts mehr drin. Alter, das ist aber auch echt ein dicker Krater, den wir da hinterlassen haben. Sogar die Haare haben wir durchbohrt. Also ich meine, von hinten sieht doch alles relativ okay aus. Von der Seite wird es schon so zombie-mäßig. Aber sie nimmt immer mehr Damage. Selbst die Pistole von ihr haben wir gut getroffen. Oh, und der 3. Stern ist freigeschaltet. Das bedeutet, Lucia wird es gar nicht beeindrucken. Ich glaube, sie wird jetzt noch aggressiver. Aber wir haben noch was anderes freigeschaltet. Und zwar können wir nach den GTA-Regeln jetzt die Helikopter und Flugjets benutzen. Wobei, Flugjets schalten sich in GTA eigentlich nie ein. Ich hoffe, dass es ein Feature bei GTA 6 wird. Aber ja, deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal, Leute, die Hydra. Und ich weiß nicht, ob man da den Flugmodus ändern kann. Ich müsste mal nachschauen. Oh Gott, sie trifft meine Flügel. Oh nein, 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 Lucia. Oh nein, nein, nein. Leute, ich glaube, ich komme gar nicht dazu. Ich glaube, ich komme dazu gar nicht, das Teil zu fahren. Was macht sie da mit der Granate? Oh! Critical Hit! Diese Autos sind aber auch so weird angeordnet, ne? Das ist richtig schwer. Die hat was getroffen. Die hat was gut getroffen, Leute. Achtung! Alter! Die geht ja komplett... Oh, nein, 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 nein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh! Not bad! Das war gut. Schauen wir uns den Damage nochmal an. Leute, wir treffen tatsächlich schon das ganze Top und sogar hier das Bein haben wir ganz hart erwischt, Leute, von Lucia. Wenn wir noch ein bisschen weiter gegangen wären, dann wäre wahrscheinlich ihr Stand nicht mehr so stabil und dann würde sie wahrscheinlich bald umkippen. Aber gut, Leute, wir haben immer noch 3 Sterne, darauf müssen wir achten und nur 2 Leben. Also ich weiß nicht, was wir dagegen tun können. Ey, Lucia. Okay, okay, okay. Oh, das war gefährlich. Lucia, nicht noch einer! Oh Gott, oh nein, 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 oh! Oh mein Gott, das ist nicht gut. Boah, Alter, nicht mein Helikopter. Lass den Helikopter in Ruhe. Lucia, lass den Helikopter in Ruhe. Alter, die wirft die ganze Zeit Granaten.
Ich kann nichts machen, Leute. Die wirft durchgängig gerade Granaten. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Vorsicht. Yo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh Gott. Alter, der eine Schuss hat uns getroffen. So, sie hat keine Munition mehr, Leute. Sie hat keine Munition mehr, sie muss nachladen. Guckt euch den Schaden an, den sie angerichtet hat. Und sie hat sogar mein Lieblingsfahrzeug zerstört. Kann man das Teil noch fahren? Naja, ganz knapp kann man es noch fahren. Lucia, was willst du mit der Granate dort? Nein, du, Lucia. Jetzt hat sie es wirklich zerstört. Okay, komm schon, Leute. Den Helikopter müssten wir eigentlich hinbekommen, oder? Oh, Mann, ich hasse es, dieses Teil zu steuern. Es ist übelst schwer. Oh, nein. Oh. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Normalerweise ist der Helikopter das beste Fahrzeug, um einen komplett zu schreddern. Aber sie hat das Ding One-Shot und ich habe nur noch ein Leben, Leute. Das ist nicht gut. Freunde, ich brauche jetzt all euren Support. Ich brauche einen Joker. Ich nutze jetzt den Joker. Jetzt müsst alle Like da lassen, Leute. Und wenn ihr das macht, bekommen wir mit Glück ein Gadget oder ein Extra-Leben. Wir werden sehen, was es sein wird. Dafür jetzt alle mal gleichzeitig ein Like da lassen. In 3 Sekunden. 3, 2, 1 und jetzt alle mal das Video liken. Und habt ihr geliked? Bekommen wir was? Nice! Oh, Alter, wir haben immerhin ein extra Leben bekommen. Wir haben kein Gadget, aber wir haben ein zweites Leben wieder zurückbekommen. Und, wait, der Bus brennt einfach. Wie ist das gerade passiert? Da, warum brennt der Schulbus? Kann ich damit noch fahren? Okay, man kann mit dem brennenden Schulbus fahren. Das könnte gut sein. Wenn ich jetzt den brennenden Schulbus auf Lucia treffe, wird Lucia auch anfangen zu brennen. Ich habe aber nicht viel Zeit, Leute, weil man sieht es an der Lebensleiste von dem Bus. Die scheint immer weiter runter zu gehen. Aber gut, alles klar, Leute. Jetzt mit Vollgas auf Lucia. Oh mein Gott, das kommt gut. Bam! Oh, yo, yo, yo. Haben wir ein bisschen Feuer getroffen? Ich weiß es nicht. Alter. Nein, nein, sie brennt nicht. Aber wir haben die Seite hart getroffen. Jetzt ist sie richtig richtig auseinandergenommen, glaube ich. Hey, Lucia, hör auf! Ich sag's euch, Leute, wenn ich GTA 6 in die Hände bekomme, wird Lucia mich hassen. Die wird nicht spielbar sein einfach. Es wird einen Glitch geben. 100% wird Lucia mein Erzfeind sein. Aber wenn ihr wollt, dass wir das mit Jason machen, dann schreibt auch Jason in die Kommentare. Oh. Oh. Wait, 4 Sterne. Leute, wir haben jetzt schon die Wutstufe auf Level 4 gebracht. 4 Sterne. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir jetzt auch experimentelle Fahrzeuge benutzen können. Unter anderem diesen kleinen Mini-Insurgent, den man normalerweise auch, glaube ich, beim Humane Labs finden kann bei 4 Sternen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Und genau das ist es, was wir als nächstes verwenden, Leute. Den Insurgent. Der ist wenigstens mit Durchschlagskraft und einer ziemlich schlechten Beschleunigung. Naja, Leute, wir kriegen das Ding schon auf Tempo. Oh nein, sie trifft es. Oh, Hilfe. Oh Gott, sie ist gut, sie ist gut, sie ist gut, sie ist gut. Oh, 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 meine Gesundheit ist nicht gut. Das ist ganz schlecht. Komm, wenigstens Nitro. Oh, nein! Ist Insurgent noch heile? Nein, sie hat ihn komplett zerstört. Nichts ist mehr übrig von dem Fahrzeug. Lucia, du bist ein Monster. Ich meine, das bist du auch. Du warst im Trailer im Knast. Also, was erwartet man dann eigentlich? Ich brauche unbedingt die 5 Sterne. Aber ich weiß gleichzeitig, dass sie auch so aggressiv wird. Oh nein. Oh mein Gott, Leute. Was benutzt sie da? Ey, was machst du da? Wait. Hat sie das gerade bei der Rampe gesehen? Hat Lucia gerade die Rampe erhöht? Moment. Oh. Oh, wait. Yo, yo, yo. Sie hat die Rampe hochgemacht. Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. So, jetzt mit dem Monsterbus. Das Ding hat eine Wahnsinnsbeschleunigung für so ein Fahrzeug. Come on. Yep. Sieht gut aus. Und aus Bein. Nein. Oh Mann, Alter. Ich überlege gerade, Leute. Wenn wir das Teil treffen, dann war's das. Challenge nicht geschafft. Okay. Oh, Lucia. Du willst aber diese Granate jetzt nicht wirklich... Das war knapp. Das war so unglaublich knapp gerade. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh, oh, jo, jo, jo. Oh nein, meine LKWs, die wollte ich doch benutzen. Die wollte ich doch noch benutzen gegen dich. Was für ein Schrotthaufen hat sie da bitte hinterlassen an Fahrzeugen? Ich kann hiervon gar nichts nutzen. Und ich bin davon vielleicht nur 2 Autos gefahren insgesamt. Aber diese Granaten, die sie wirft, diese... Oh nein, Vorsicht, ist noch nicht vorbei. Die sind so krass. Warte, wir nehmen den Wagen, Leute. Bevor sie den zerstört, wir müssen den Wagen nehmen. Und jetzt mit Vollgas, Leute. Versuchen wir einfach, die Hand zu treffen. Na los. Okay, das treffen wir nicht, aber das Bein.
Ja, oh mein Gott, was close. Das war so close. Holy moly, Alter. Okay, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Teile explodieren. Ich bin nicht sicher, weil ich glaube, mit jeder Landung ist das Risiko so hoch, dass ich direkt disqualifiziert werde. Wir müssen uns also irgendwas überlegen. Haben wir ein Fahrzeug, was vielleicht diese Teile abschießen kann? Warte mal, wir haben diesen Bagger, Leute. Oh mein Gott, warte, wir haben noch einen zweiten Helikopter. Aber ich weiß, was passiert, wenn wir damit losfliegen. Dann haben wir... Oh nein. Oh nein. Oh Gott, nein. Nein. Nein, der Helikopter ist down. Das gibt's nicht. Nein. Das Ding hat Waffen. Das Ding hat Waffen einfach. Okay, okay. Oh, oh Gott. Okay, jetzt brennt's, Leute. Mein Aquarium brennt. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Ich glaube, ich benutze jetzt die Ultrawaffe gegen Lucia. Ich weiß, der Kran, der fehlt. Aber das Ding hat Durchschlagskraft. Und gleich benutzen wir den Kipplaster gegen sie. Lucia, du wirst keine Chance haben. Oh, oh, nein, nicht treffen, nicht treffen. Holy moly. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Die geht komplett ab. Oh Gott, gefährlich, 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 aber gut. So, jetzt Leute, mit Nitro. Mit Nitro, mit Nitro. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein! Sie lebt noch! Leute, irgendwie... Okay, sie sieht gerade... Okay, in dem Shot sieht sie aus 1:1 wie der Glöckner von Notre Dame. Haben wir ein Vergleichsbild, Regie? Ja, das sieht eindeutig so aus, oder? Alter, sie ist so close, dass davon zerstört zu werden. Das war actually wirklich der absolute kritische Hit. Wir haben es fast komplett geschafft. Oh Mann. Und das Beste ist, wenn wir hier oben landen, haben wir keine Gefahr, dass wir von diesen Kanistern getroffen werden. Oh, Leute, wie das einfach aussieht. Das sieht aus wie ein Zombie. Aber sie hat immerhin nicht mehr... Bro, das ist nicht ihr Ernst. Das kann... Yo. Sie kann keine Granaten mehr werfen. Leute, sie kann halt for real keine Granaten mehr werfen. Alter, das ist ja richtig krass. Oh, oh nein, aber schießen kann sie noch. Oh Gott, Leute, ich kann mir denken, sie ist sauer. Sie ist sehr sauer. Ich kann das verstehen. Ich kann es verstehen. 5 Sterne sind gerade freigeschaltet. Das heißt, Luigi? Warum habe ich gerade an Luigi gedacht? Lucia ist jetzt im absoluten Rage-Modus. Na, Lucia, hast du irgendwie Fähigkeiten wie einen Meteoritenschauer oder irgendwelche Granaten, die du auch noch so werfen kannst? Na, was? Was? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wie hat sie das gemacht? Wie hat sie das gemacht? Nein, nicht der Battlebus. Oh, aber immerhin, Leute. Wir haben aber jetzt eine Superwaffe. Und zwar, meine Damen und Herren, wir können jetzt Panzerfahrzeuge und Militärfahrzeuge benutzen, da wir endlich die 5 Sterne bekommen haben. Deswegen nehmen wir den ganz normalen Panzer. Oh, das ist neu, Leute. Der Panzer wurde gefixt. Der kann nämlich jetzt schießen. Oh, Lucia, es tut mir leid, dass ich das machen muss, aber... Oh Gott, ganz gefährlicher Hase. Oh, hey, warte mal, hat sie die hat gerade die Rampe manipuliert. Trickshot! Trickshot! Oh mein Gott, Leute, ich habe gerade die Idee des Jahrtausends. Passt auf. Achtung. Jetzt passt auf. Alles klar, wir machen Trickshot, Leute. Das wird Trickshot Jahrtausend. Ich habe nichts gesagt. Okay, Leute, bam! Treffen wir? Treffen wir? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich, nicht gut. Naja, immerhin, Leute. Das Krasse ist, der Panzer nimmt einfach keinen Damage, weil er ist unzerstörbar. Okay, let's go, Leute. Wir haben einen Schuss. Mal gucken, ob wir Lucia ein bisschen zu Fall bringen können. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Pistole nicht mehr abgefeuert werden kann. Lucia! What? Oh mein Gott, ihr Kopf ist einfach so abgefallen. Oh nein, Lucia! Oh, du Arme, Arme, Arme. Und Leute, wisst ihr, was das Beste ist? Sie fängt gerade hier an zu brennen. Oder nein, das ist einfach nur Rauch. Hä? Warte mal. Wo ist eigentlich ihr rechtes Bein? Oh, da ist das rechte Bein. Ja, Leute. Ich habe, glaube ich, so die Befürchtung, dass es das mit Lucia war. Nein. Ey, ihr wollt mir nicht ernsthaft sagen, wo kommt das?
Leute, ist da Lucias Haare? Lucias Haare sind einfach weggeflogen. Die wollten wohl zum nächsten Friseur. Oh, ey, Mann, aber sie kann immer noch schießen. Nee, das gefällt mir gar nicht, Lucia. Jetzt beende ich das Ganze. Ich beende das. Okay, das ist keine gute Idee, Leute, jetzt mit einem Fahrzeug zu fahren, das gleich explodieren kann. Okay, weißt du was? Nein, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Oh, deswegen war es keine gute Idee. Ich sollte lieber doch nicht mit einem explosiven Fahrzeug fahren. Es sei denn, das Ding ist geschützt. So, Leute, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein. Ich habe nur noch ein Leben. Wir dürfen das nicht verschwenden. Wait, was ist da gerade mit Lucia passiert? Wo ist die eine Hälfte hin? Oh mein Gott. Come on. Alter, wir haben den Arm gut getroffen. Aber es muss der Arm. Arm ab. Moment. 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 Moment, Moment, Leute, Achtung, das wird jetzt mit Vollgas gemacht. Das wird jetzt mit Schmackes gemacht. Let's go! Na los! Oh Mann, Alter, es ist richtig schwer. Wie stark ist die bitte? Die ist doch jetzt ein Zombie geworden, oder? Na gut, nehmen wir jetzt schweres Geschütz, Leute. Achtung, passt auf. Bam! Bam, 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 bam. Yo! Oh Gott, das war gut. Das war guter Damage. Ihr Arm brennt, ihr Arm brennt. Oh Gott, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bam, aussteigen. Oh, Alter, wie close. Yo, die fängt jetzt an zu brennen. Und es regnet Teile. Es regnet Teile. Oh Mann, Alter. Man könnte jetzt eigentlich das Ganze so ein bisschen ausbrennen lassen. Dann schauen wir uns an, wie eine Kerze so einfach ausbrennt. Und yo, Lucia ist hart brennbar. Alter, was ein Regen, Leute. Es fängt halt richtig an zu regnen. Also laut meinen Berechnungen müssen wir einfach nur eine Minute warten. Und dann fällt der Arm mit der Pistole ab. Und wir können uns um den Rest kümmern von Lucia. Ich will unbedingt auf diesen Moment abwarten. Das wird nicht mehr lange dauern, Leute. Diese eine Stelle hier, die ist sehr instabil. Oder hier wird es gleich passieren. Es wird gleich jeden Moment passieren. Ich kann mir das denken. Und wenn die ganzen Teile fallen, dann könnte es sein, dass wir auch geschützt werden, weil diese Dinger dann mitgetroffen werden. Wow, das Feuer hat sich richtig ausgebreitet. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin, Leute. Und man sieht einfach richtig, wie das Lagerfeuerlied hier gleich gesungen wird. Oh, Lucia, du bist gleich am Ende. Man sieht halt förmlich, wie sie sich gerade auflöst. Boah, das Feuer ist ja jetzt richtig in den Waldbrand ausgerichtet worden. Oh, aber hier haben sich Teile gelöscht. Ah, das Feuer breitet sich jetzt auf die Hose aus. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Irgendwie scheint Lucia doch sich noch verteidigen zu können. Und sie kann immer noch schießen. Nein, 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 nein. Alter, das wäre crazy, wenn sie jetzt eine andere Waffe rausholen würde. Aber es sieht so aus, als würde das nicht mehr viel Schaden anrichten. Oh, ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken, Leute. Ich muss mich verstecken. Sie trifft gefühlt gar nichts mehr. Ihr Aim ist weg. Ja, weil sie auch nicht sehen kann. Komm, Leute, wir regeln das selbst. Wir regeln das jetzt selbst. Achtung, Leute. Achtung. Volle Kanone. Und jetzt, wir machen das selber. Bam! Oh Gott, das war gut. Das war wichtig. So, und jetzt noch einmal mit Schmackes. Und zwar jetzt hier durch. Ja. So, und jetzt ganz gefährlich. Ganz kritisch. Ganz gut, Leute. Das ist gut. Das ist wichtig. Nur nicht den Kanister treffen. Sehr gut. Nein, 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 nein. Jetzt beenden wir es. Jetzt beenden wir es, Leute. Die 5 Sterne sind nicht umsonst da. Sie hat sich gegen die Polizei gewendet. Und jetzt ist offiziell... Oh Gott, das ist nicht gut. Oh... Oh, sie fängt immer noch damit an zu schießen. Nehmen wir das Fahrzeug. Das wird's jetzt sein, Leute. Achtung, Schuss. Bam! Bam! Oh mein Gott, es trifft sie! Es trifft sie! Bam, 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 bam! Achtung! Und bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Let's go, Leute! Wir treffen sie. Wir müssen gar nicht mehr fahren. Komm schon, der Arm muss ab. Sie kann immer noch abfeuern. Das ist eine Gefahr für uns. Alter, die ist ja richtig widerspenstig. Ja, es ist passiert. Und jetzt mit Vollgas, Leute. Jetzt mit Vollgas. Achtung. Bam, 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 bam. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, ich kann das Ding noch fahren. Und jetzt geben wir, Leute, mit diesem Fahrzeug den Rest. Die kann nämlich nicht mehr abfeuern. Und jetzt bekommt sie das ultimative
Explosionsfinale. Mach's gut, Lucia. Wir sehen uns in GTA 6 wieder. Bam! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es irgendwie überlebt. Oh nein, ich stecke in Lucia. Wir kippen. Ich bin in Lucias Überresten und ich kippe. No way. Wir müssen hier raus. Oh mein Gott. Alter. Yo, sie ist einfach umgekippt. Alter. Was geht hier ab? Und das Bein ist... Hat sich alles aufgelöst, Leute. Hier sind die Reste. Dieser Teil der Hose und der brennende Schuh. Wow, das sind Hot Shoes. Ist das Einzige, was von Lucia übrig geblieben ist. Wir müssen heute Interna und Jason aus GTA 6 besiegen. Der zweite Hauptcharakter aus GTA 6 wird uns ebenfalls angreifen. Und wir müssen Fahrzeuge benutzen, um ihn zu besiegen. Seine Freundin Lucia ist auch am Start. Und je mehr Damage wir ihn machen, bekommen wir mehr Sterne und desto aggressiver werden sie. Pro gesammelten Stern können wir ebenfalls auch neue Fahrzeuge freischalten, die wir gegen sie benutzen können. Aber eine Sonderregelung geht es. Und zwar können wir einmalig pro gewonnenen Stern ebenfalls auch ein Magazin von einer speziellen Waffe gegen sie benutzen. Schaffen wir das in diesem Video, Leute? Insgesamt haben wir in dieser Episode nur 3 Leben. Es wird also schwieriger werden. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Und wen wollen wir als nächstes in Terradon besiegen? Schreibt es in die Kommentare. Yo, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Terradon-Episode. Und ja, Leute, ihr habt lange gewartet, bis wir endlich Jason reinbekommen haben in Terradon und auch in GTA 5. Das Video habt ihr dazu noch nicht gesehen, dann schaut es gerne euch an. Das Video habe ich gestern erst hochgeladen in GTA 5. Da haben wir nämlich Jason gefunden und heute müssen wir Jason und Lucia insgesamt besiegen. Und beide von denen haben spezielle Waffen, Leute. Jason hat eine etwas stärkere Waffe als Lucia. Im Gegenzug haben wir aber dazu leider nur 3 Leben, Leute. Und momentan haben wir noch 0 Sterne. Das bedeutet, wir können auch nur die kleineren Fahrzeuge benutzen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt, Leute, mit einem ganz normalen Fahrzeug. Und Lucia lasse ich erstmal in Ruhe, Leute, weil ich glaube, die wird ganz schön sauer sein, wenn ich sie jetzt attackiere. Also, Leute, fahren wir direkt los. Auf Jason! Oh! Yo, okay, Vorsicht! Ganz wichtig, Leute, dass wir diesen Sprengstoff schon mal ausgewichen sind. Sonst hätten wir ein Leben verloren. Oh, und wie ich sehe, Leute, wir haben den ersten Stern freigeschaltet. Oh! Oh! Okay, Bro, das war jetzt knapp, ey. Zum Glück habe ich das überlebt. Warte mal kurz. Jetzt, wo ich einen Stern freigeschaltet habe, kann ich einmalig eine besondere Waffe benutzen. Und die benutzen wir jetzt, Leute. Deswegen spawnen wir die Waffe jetzt, Leute. Lasst alle mal ein Abo da an der Stelle da. In 3, 2, 1 und... Bananapistole? So wie in der GTA 5 Mod? Okay, das ist eine sehr, sehr weirde Pistole, aber gut, dann benutzen wir die halt eben. Ich weiß gar nicht, was macht die eigentlich für ein Geräusch, Leute? Oh, so eine Pistole ist das. Na gut, wo könnten wir Jason probieren, Schaden zuzufügen? Ich würde sagen, Leute, wir machen das anders. Ich versuche, Jason nicht damit zu treffen, weil sonst könnte er noch aggressiver werden. Ich probiere viel mehr, Leute, diese ganzen Sprengstoffe zu zerstören, weil damit können wir uns richtig vielen Vorteil erspielen. Bam! Let's go! Ja, Mann! Oh mein Gott! Habe ich mir gerade in die Hose gemacht? Ah, nee, das ist die Waffe, Leute. Okay, laden wir kurz nach. Okay, aber wir dürfen sie leider nicht mehr benutzen. Na gut, wir haben momentan einen Stern, Leute. Deswegen... Oh, Jason, Vorsicht, Bro, Vorsicht. Nicht meinen kaputt machen, nicht Auto kaputt machen. Oh, weißt du was? Du kriegst als nächstes genau das Fahrzeug ab, was du angeschossen hast. Ganz genau, dein Arm sieht nicht mehr so gut aus, mein Freund. Oh, yo, ich habe das Ding einfach als Rampe benutzt. Das ist ja noch nie passiert. Wir können noch fahren. Wir können noch fahren. Let's go, Leute. Auf geht's. Ja. Nein, das TNT. Oh, den Luck. Wir haben so einen Luck. So ein Glück, ey, Leute. Immer noch leben wir. Hä? Jason, wie kannst du bitte... How? Wie? Das Ding ist doch völlig unlogisch. Es geht doch gar nicht. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, Leute, er greift ja richtig an gerade. Was ist denn mit dir los? Ganz komischer Dude, Leute. Ganz komischer Dude, dieser Jason. Aber wir haben immer noch keine 2 Sterne. Das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen mehr Schaden hinzufügen. Vielleicht schaffen wir es jetzt, den gesamten Arm zu treffen. Also, Leute, mit ein bisschen Schwung. Und jetzt...
Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann fliegen wir so Rocket League-Style auf den anderen Arm und jetzt noch mitten auf die Brust oder auch nicht. Aber das war gut. Und wie wir sehen können, Leute, wir haben Jason schon sehr viel Schaden hinzugefügt. Hier nur ein kleines bisschen. Aber ich glaube, der wird langsam nervös zusammen mit Lucia. Oh, und wir haben jetzt den zweiten Stern bekommen. Okay, das bedeutet, Leute, wir haben jetzt auch endlich das Polizeifahrzeug zur Verfügung. Okay, mal gucken. Ey, Lucia schaltet sich plötzlich auch noch in den Kampf. Nein, ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ey, nein, nicht das Polizeiauto, nicht das Polizei. Oh, Lucia, jetzt hast du es übertrieben. Sie hat einfach das Polizeiauto abgeschossen. Normalerweise müsste ich ihr dafür jetzt den dritten Stern geben. Aber ich habe eine Sonderwaffe bekommen. Die kann ich jetzt gegen die beiden benutzen. Und zwar habe ich, Leute, gerade einfach eine Granate freigeschaltet. Wir dürfen nur eine einzige davon werfen. Das heißt, wenn die nicht trifft, dann haben wir unseren Bonus verloren. Und ich weiß auch gar nicht, wann die explodiert. Das ist halt ein Problem. Aber ich versuche mal, Jason damit zu treffen. Alles klar. Trifft er. Ey, das... Nein. Der hat... Ey... Das kann nicht sein. Ich habe einfach nur die Luft getroffen. Da ist nichts. Naja, Leute, was soll ich sagen? Ey, hört doch auf, mich drauf zu schießen. Hey, ich habe euch nichts getan. Ich habe euch doch gar nicht getroffen. Oh mein Gott. Oh, jetzt übertreibt. Nein! Mein erstes Leben. Oh, weißt du was, Jason? Du darfst nicht bei meiner Weihnachtsverlosung mitmachen. Ganz genau, Leute. Ihr habt nur noch einen Tag Zeit, bei meiner Weihnachtsverlosung mitzumachen. Wenn ihr also noch nicht wisst, was es zu verlosen gibt. Sachen im Wert von über 4.000 Euro. Auf diesem Instagram-Bild könnt ihr sehen, was es alles zu gewinnen gibt. Sachen von Logitech, PlayStation, Nintendo, Ubisoft und vieles, vieles mehr. Wie ihr mitmachen könnt, ganz einfach. Abonniert diesen Kanal und Leute, wichtig, folgt mir auf Instagram, liked mein neuestes Bild, kommentiert, was ihr gewinnen wollt und schreibt zwei Freunde auch in den Kommentar mit rein und markiert sie. Damit habt ihr automatisch teilgenommen. Wenn ihr die doppelten Chancen haben wollt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung, tragt eure Adressdaten ein und dadurch habt ihr die doppelte Chance zu gewinnen. Weil ich von der Seite und von Instagram Gewinner auslosen werde. Bis zum 7. Januar 23.59 Uhr habt ihr Zeit. Macht also mit und sagt all euren Freunden Bescheid, Leute. Dadurch erhöht ihr eure Chancen. Okay, weiter im Text, Leute. Zwei Sterne haben wir bereits. Das bedeutet, jetzt wird Jason die Polizei höchstpersönlich spüren. Achtung, hier komme ich. Oh mein Gott, er greift mich tatsächlich an. Normalerweise müsste ich jetzt den dritten Stern geben. Und das ist gut. Das ist gut. Denn wir machen gerade richtig guten Damage im Inneren, Leute. Wir machen in den Innereien von Jason den maximalen Schaden. Und wenn wir Glück haben, landen wir sogar noch in der Hose. Und das klang sehr falsch, aber wir waren tatsächlich drin. Und oh mein Gott, wie viele Partikel. Yo, wir haben einfach ein Loch durch Jason reingemacht. Wie krass sieht das bitte aus? Moment, sind wir gerade durch die Achselhöhle von Jason gegangen? Das klingt aber nicht so nice. Was sagst du dazu, Kollege? Du bist ein Verräter. Ich dachte, du rettest mich aus Vice City. Aber mir das jetzt anzutun, du bekommst deine Rache gleich. Alles klar, Jason. Dann machen wir mal weiter. Okay, wir haben immer noch zwei Sterne. Ist das euer... Oh, Lucia, Jason. Jasons Waffe ist sehr krass. Oh, Alter, der hat mich fast zerstört. Na gut, komm schon. Ich sehe halt nicht viel. Ich sehe nicht viel. Aber gut, fliegen wir straight rein. Ja, na. Nennt mir bitte einen Typen, der so knapp vorbei am TNT geflogen ist. Alter, zum Glück haben wir noch das zweite Leben. Ich nehme einfach mal die Limousine aus Diaz Villa. Die wird ihm ganz sicher schmecken, Leute. Und die wird richtig durchstechen. Achtung! Hä? Mein Ding hat... meine Limousine hat sich einfach zerteilt. Wie kann das denn sein? Aber wir haben Lucias Schenkel getroffen. Oberschenkelmuskeln. Oh Mann. Okay, Leute, das macht gut Damage. Das macht sehr guten Damage. Haben wir jetzt endlich den dritten Stern? Jason, gib mir doch jetzt endlich den dritten Stern. Ihr seht doch, wie viel Damage ich euch gemacht habe. Ich glaube, wir müssen den Arm zerstören. Jo, er ist aggressiv. Nein. Oh, warte. Den Monster Truck Bus, den habe ich noch gar nicht an euch getestet. Wie gut funktioniert denn der, mein Freund? Hier. Nimm da. Einfach ein Seitenhieb. Der war sehr stabil. Und wir haben den dritten Stern freigeschaltet. Nice. Das mit... Oh. Ich kann es nicht glauben, Leute. Warum passiert mir das? Ich habe nur noch ein Leben. Okay, weißt du was, Jason?
Du hast darum gebeten, aber ich glaube, deine Freundin Lucia hat noch sehr, sehr wenig abbekommen. Ich glaube, ich muss mir sie als nächstes vorknüpfen, bevor ich mit dir weitermache. Das wird ihn zwar aggressiv machen, aber ja, wir haben jetzt jedenfalls mit dem dritten Stern neue Fahrzeuge freigeschaltet. Unter anderem den Insurgent und, ganz wichtig, die Helikopter. Und, Moment mal kurz, wo sind denn eigentlich die Helikopter? Wo sind die Helikopter hin? Hey! Hat jemand meine Helikopter gesehen? Wo sind denn die ganzen Helikopter hin? Die existieren auf dieser Map gar nicht. Die gesamte hintere Reihe ist in dieser Map gar nicht verfügbar. Das macht die Challenge automatisch schwerer. Ich dachte, ich habe meine Helikopter. Ich habe es doch im Intro, glaube ich, gesehen, oder nicht? Wo sind die Helikopter hin? Na gut, dann gehe ich auf jeden Fall auf die Toilette ganz kurz. Und Jason, ich glaube, aus dir kommt nämlich gleich auch was raus. Let's... Ja, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, das Fahrzeug nimmt Damage. Aber auch Jason nimmt richtig viel Schaden gerade. Und oh nein. Oh, da ist jemand aber ganz mutig unterwegs. Ich schütze mich hier vor dem Fahrzeug. Oh no way. Oh oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh nein, 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 nein. Bro, 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 don't do this. Jason, du hast mein Lieblingsfahrzeug... Er hat mein Lieblingsfahrzeug zerstört. Der Schredder. Er hat den Schredder zerstört. Aber weißt du, was er nicht zerstört hat? Dieses Teil. Wenn wir jetzt Glück haben und er nicht abschießt, weil wir verlieren sonst ein Leben, Leute, der bekommt das jetzt ab. Eine dicke Explosion. Achtung, Leute. Achtung. Bam! Nimm das. Und weißt du, was noch? Oh, ich steck fest. Yo, wir haben ihm ein bisschen Schaden an seine Waffe hinzugefügt. Nur an seinem Magazin. Und ein bisschen seine Finger habe ich auch zerstört. Aber gut, ich wollte ja ursprünglich Lucia fertig machen. Deswegen machen wir das einfach mal, Leute. Und zerstören Lucia im WhatsApp-Fahrzeug. Okay, Lucia, sag auf Wiedersehen. Warum fliege ich denn schon wieder auf Jason? Yo! Alter, das war doch krasser, als ich dachte. Das hat ja richtig gescheppert. Yo, Jason, mein Freund. Ich glaube, der Arm ist nicht mehr funktionsfähig. Ich glaube, der kann aber noch schießen wegen dieser Hand. Also, Jason hat schon richtig viel abbekommen. Und Lucia da hinten, die chillt einfach. Nur ein paar Kratzer. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, Leute. Yo. Die einmalige Waffe beim dritten Stern. Was kriegen wir denn dieses Mal? Jo! Wir haben einfach Jasons Waffe bekommen. Oh, mal gucken, was er dazu sagt, wenn ich das gegen Lucia benutze. Alles klar, wir testen es aus, Leute. Achtung! Bam! Nimm das, Lucia! Nimm das! Okay, ein bisschen Schaden hat sie gekriegt. Oh, ich hoffe nicht, dass sie jetzt super... Oh, sie ist super wütend. Oh mein Gott! Die rastet gerade komplett aus. Oh, Lucia, ich hab dich so gemeint. Ich hab dich so gemeint. Eigentlich habe ich sehr wohl so gemeint. Ich habe sehr wohl so gemeint. Oh mein Gott, ist das Auto langsam. Kommt das Ding noch auf Geschwindigkeit? Ja, aber sehr schwierig. Okay, Achtung, Lucia. Jetzt. Jetzt. Und dann bouncen wir noch ein bisschen an Jason ab. Hat nicht so gut geklappt. Was ist das? Oh, Moment. Da habe ich wohl was übersehen. Ich habe nämlich dieses Fahrzeug noch gar nicht getestet. Oh, beeilen wir uns. Nein, nein. Die Feuerleiter. Die Feuerleiter. Oh, wir hätten fast unser letztes Leben verloren. Das war richtig close. Na los. Nimm Damage. Boost. Alter. Oh, yo, yo, yo. Es schreddert hier alles. Auf die Schuhe drauf. Junge, die beiden sind echt hart zu besiegen. Wir müssen überlegen, dass wir nur noch ein Leben haben. Leute, mit drei... Warte mal, vier Sterne. Der vierte Stern ist gerade dazu gekommen. Das bedeutet, Freunde, wir haben jetzt die super starken Fahrzeuge. Die Ultra-Fantasy-Fahrzeuge. Und wir haben eine Bonuswaffe. Und diese ist einfach die Railgun. Okay, wenn wir die ganz präzise... Die ganz, ganz präzise machen... Dann könnten wir es schaffen, dass wir hier drauf treffen, Leute. Das ist mein Ziel. Also, probieren wir es aus. Achtung, Leute. Seid ihr ready? Und... Einfach ein Loch durch Jasons Mund. Das war nicht schlecht. Aber wir müssen echt vorsichtig sein, Leute. Jason, der ist gerade ultra aggressiv. Die sind beide richtig aggressiv. Oh, oh, das Fahrzeug brennt, Leute, von innen. Wir müssen uns beeilen. Aber das ist auch gut, wenn es brennt. Dadurch können wir Jason und die Freundin zum Brennen bringen. Versteht ihr? Weil die sind on fire und so. Okay, Jason. Nein, nein. Oh!
gedodged. Das wäre das Ende der Challenge gewesen. Oh mein Gott, ich habe es einfach überstanden. Das wär gerade richtig schief gegangen. Okay, fahr. Oh. Ich hol den großen Ball. Ich hol den großen gelben Ball raus. Und jetzt geht's auf zu Jason. Ja. Sehr gut. Ich habe eine Idee, Leute. Wenn wir den 5. Stern freischalten, benutzen wir die Waffe auf Jason drauf. Weil dann haben wir die besten Chancen. Nein. Ich darf nicht runterfallen. Ja, genau. Ja, flieg. Genau. Yeah. Das wollte ich haben, Leute. Maximale Eskalation. Maximal. Und jetzt mit Nitro boosten wir uns so richtig in Jason rein. Jetzt haben wir aber wirklich den maximalen Schaden, den man mit diesem Kugelfahrzeug machen kann. Es ist eins der besten Autos in den letzten Episoden gewesen. Und das sieht man jetzt. Schaut euch an, wie viel da bitte runterfällt. Let's go! Wir haben den 5. Stern freigeschaltet. Oh, das bedeutet, Leute, wir müssen jetzt echt vorsichtig sein, weil die sind super aggressive. Nein! Nicht das Fahrzeug. Komm, wenigstens den Panzer. Da können sie mir kein Damage machen, Leute. Aus dem Panzer können sie mir... Oh, sie können mich doch treffen. Aber gut, ihr bekommt, was ihr verdient. So, Leute, das ist jetzt der ultimative Plan. Wir schießen jetzt einmal noch drauf, versuchen Jason zu besiegen. Hat nicht geklappt. Okay, dann springen wir eben auf Jason. Und wenn das nicht passiert, dann benutzen wir unsere Special 5-Sterne-Waffe. Let's go, Leute, auf geht's zu Jason. Jetzt machen wir ihn offiziell fertig, Leute. Er wird keine Chance haben. Ja, badabadu! Und aussteigen. Vorsicht bei der Landung. Oh mein Gott, es fallen so viele Teile runter. Der Panzer ist gerade runtergefallen. Was ist unsere 5-Sterne-Waffe? Die Iron Cannon Beacon. Das ist die beste Waffe. Leute, Achtung. Oh mein Gott, die müssen weg. Oh, Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Jason, verabschiede dich. In 15 Sekunden war es das. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sag auf Wiedersehen, mein Freund. Ja! Besiegt, Leute, und er zerfällt in 1000 Einzelteile. Oha, sogar seine Beine trennen sich gerade und er schwebt nur noch auf der traurigen seitlichen Hand von Lucia. Leute, Jason hat sich offiziell verabschiedet, aber das bedeutet, Lucia hat immer noch Zugang zu den beiden Waffen. Sie wird gerade maximal auf uns jagen. Oh, yo, man hört es. Oh mein Gott, sie kann immer noch mit den beiden Waffen draufschießen. Ich brauche irgendein Special-Fahrzeug. Oh nein, sie hat mich einmal getroffen, Leute. Sie hat mich einmal getroffen. Nein. Leute, wir müssen auch was gegen tun. Irgendwas, um Lucia zu besiegen. Sie macht alle meine Fahrzeuge kaputt. Oh, ich glaube, ihr Magazin ist leer. Okay, das ist unsere Chance, Leute. Achtung, Leute, das wird das krasseste Fahrzeug. Wenn wir jetzt richtig treffen, wir müssen jetzt richtig treffen. Das ist sehr kritisch. Das ist sehr, sehr kritisch, Leute. Wir müssen jetzt richtig treffen. Sieht gut aus. Yo! Alter, der war gut. Aber haben wir auch Explosivzeugs? Ich glaube nicht, Leute. Oh, nein, mein Bus brennt. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Oh, mein Bus brennt noch mehr. Na los. Alter, von der Seite. Lucia hält nichts mehr auf, Leute. Aber wir haben noch mehr Panzer. Wir haben noch die ganz krassen Brummis, Leute. Die ganz krassen Fahrzeuge und den Kipplaster. Wir können die alle noch benutzen. Und bam, einmal schießen. Und na los. Oh. Komm, einmal kann man draufschießen, oder? Bam! Oh! Hä? Was? Was passiert jetzt? Ist das der Nuke? Oh mein Gott, Leute, da läuft der Nuke! Lucia hat den Nuke gezündet! Nein! Was hat sie getan? Alter! Yo! Meine Fahrzeuge. Das habe ich noch nie gesehen, Leute.
Lucia hat gerade einfach einen Nuke gezündet. Ist der Kipplaster wenigstens noch in Ordnung? Es hört sich an, als würde der Motor noch laufen. Das war also deine 5-Sterne-Aktion? Okay, sie hat die Hälfte aller Fahrzeuge gelöscht. Aber der Kipplaster vergisst nicht. Ich höre gerade so ein komisches Windgeräusch. Wahrscheinlich ist es, Leute, weil ich jetzt hier nuklear verstrahlt bin. Aber ja, Lucia, du bist gleich nuklear nicht mehr vorhanden. Okay, mir bleiben nicht mehr viele Fahrzeuge, Leute. Lucia muss besiegt werden. Ich habe noch den ganz Großen. Den ganz Großen habe ich noch. Yo, und der ist nicht kaputt. Er ist nicht kaputt. Michi, es ist nicht kaputt. Oh Mann, oh nein, ich habe Sachen auf die Strecke geworfen. Oh nein, 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 nein. Okay, Leute, Achtung, 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 Achtung und Achtung. Wird das Lucias Ende sein? Wird das Lucias Ende sein? Wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, Lucia fällt auf mich drauf. Wir müssen in Deckung gehen, Leute. Achtung, Lucia fällt. Oh, Alter. Sie zerfällt komplett im Boden und sie ist einfach gelöscht. Und Jason, Leute. Moment, da müssen wir kurz aufräumen. Jason zerfällt jetzt ebenfalls und da fliegt seine Waffe. Wo fliegt die denn bitte hin? Und sie ist kaputt. Leute, wir haben es auf jeden Fall in Terran geschafft. Wir haben Jason und Lucia besiegt, zusammen im Duopack. Es war eine sehr schwere Challenge, sage ich euch, aber es hat sehr Spaß gemacht. Wenn ihr also einen weiteren Part haben wollt, schreibt gerne rein. Wen sollen wir als nächstes besiegen? Viele schreiben in die Kommentare, ich soll Chop besiegen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn reinbekommen kann. Es ist also ein bisschen schwierig, also schreibt mir vielleicht jemand anderen in die Kommentare, außer Chop. Wenn euch was einfällt, rein damit in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, IDs raus und rein und ciao!